Chor ist ein Wesen. Das große Mysterium des Chores ist, das besteht aus vielen einzelnen Teilen. Das ist wie diese Pixelbilder mit vielen Gesichtern, die ein Gesicht machen. Und jede kleine Änderung verändert das Ganze. Aber das Ganze bleibt dann ein Kollektiv. Und das ist immer in Bewegung eigentlich. Ja? Howard Arman hat eine unglaubliche Bandbreite vom Musikalischen her, egal welche Epochen. Er ist dirigentisch wahnsinnig stark, das erleben wir jetzt auch gerade mit dem Orchester. Er kann im Orchester auch ganz viel sagen und er macht wenig Bewegung, aber die sitzt einfach und er kann mit wenigen Mitteln viel ausdrücken. Wir haben da heute auch alle gesessen und waren so ein bisschen weggeföhnt von ihm, weil man einfach auch gesehen hat, dass der mit dem Orchester nochmal eine ganz andere Energie entwickelt. Das überträgt sich dann natürlich sofort auf den Chorklang und hat uns dann irgendwie auch wirklich mitgerissen. Anfang lässt er viel Freiraum, er lässt einfach singen, vor allem mit auch in diese Solo-Rollen. Also er lässt einfach singen, er sagt nicht viel am Anfang, er will auch, dass jeder quasi ein bisschen zurück, also ein bisschen entspannt und loslässt, damit alles freier ist und dann kommen dann die Kritiken. In der alten Musik, die grundsätzliche Philosophie war, es singt der Einzelne, wenn mehrere singen, ist es ein Chor. Aber es singen eigentlich erstmal die Einzelnen. Und es kommen mehr dazu, das macht ein Tutti. Es kommen mehrere weg und dann bleiben die Solisten. Das ist nicht ganz so wie spätere Musik, wo man Solisten hinzuzieht. Und wenn man Werke dieser Art hat, wo die Solisten aus dem Chor hervortreten. Es ist besonders angemessen, dass man diese großartigen Fähigkeiten hier in so einem Klangkörper haben, um das zu zeigen, diese Praxis zu zeigen. Let's play Marijke. Yes. 51 bitte, in der Nummer davor. We just want to make the bridge, ja? Yeah? 51 in der Nummer davor. Howard Arman hat einen sehr britischen Humor, sagt man so. Und das finde ich erfrischend und ganz, ganz toll und entspannt. So ein bisschen trocken und auch so ein bisschen im Vorbeigehen, wo man manchmal so gar nicht weiß, hat er das jetzt gesagt oder nicht. Er hat es aber doch gesagt. Und dann, also man merkt, man kriegt es ein bisschen später mit eigentlich. Und das ist aber ganz herrlich. Also ich mag es ganz gern. Lovely, very good. So. Also dieses Projekt finde ich super Zusammenmischung von alt und neu, also Purcell und dann Britten und kann man hoffen, dass mehr in diese Richtung kommt. Das heißt nicht einer, der im einen Bereich fixiert ist, hat dann schon eine ganze große Bandbreite und das ist immer spannend, wenn eine neue Energie reinkommt.